Jo, moin Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factory Town. Wir haben folgende Aufgabe, und zwar das ganze Ding hier ein bisschen auf Vordermann zu bringen, ein bisschen zu automatisieren. Wir haben so ein paar Grundsteine gelegt. Ihr seht hier oben, die langweilen sich auch schon so. Geht alles ein bisschen mühselig voran. Wir haben einen Haufen Holz, das heißt, wir können hier mal ein bisschen mehr Mitarbeiter rein. Mehr Mitarbeiter. Jawohl, gib ihm, gib ihm. Ja, wir müssen das Ganze jetzt hier ein bisschen automatisieren, das ist... Da führt kein Weg dran vorbei, ist ja auch Inhalt des Spiels, ne? So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Wir brauchen Förderbänder. Wir brauchen Förderbänder. Und zwar hätte ich als erstes gesagt, hauen wir von dem hier ein Förderband hier runter, ne? Dass er seine Bretter bekommt. Ja, das wäre das erste Förderband. Das machen wir jetzt auch. Also, Förderband von hier. Das ziehen wir einfach schön hier runter. Bis dahin. Und hier rüber. So. Der Greifer weiß jetzt nicht, was er greifen soll. Da das Ding ja mehrere Dinge produziert. Das heißt, wir geben hier in den Filter einfach Bretter. So. Jetzt kommen hier die Bretter raus. Und werden schön in unsere Werkstatt transportiert. Das heißt, wir haben hier zwei Mitarbeiter. Das ist einmal sie hier. Du darfst mal dahin. Jetzt habe ich beide weggenommen. Auch nicht schlecht. So, du transportierst Bretter. Okay. Ja, das muss alles nochmal ein bisschen optimiert werden. Also, ist ja wurscht. Jetzt frage ich mich aber gerade. Ja. Oh mein Gott, ne, ich bin so ein Profi am Werk, ey. Warum verarsche ich mich eigentlich permanent selber, Alter? So muss das funktionieren, weil sonst funktioniert das nicht. Da können wir nämlich hier auch noch gleich eine Rutsche hinbauen. Und zwar so, da könnt ihr das hier auf die Rutsche schmeißen. So, da wäre die Werkstatt schon mal automatisiert. Dann können wir die Abfuhr noch automatisieren. Und zwar auch mit einem Förderband von hier ins Lager rüber. Genau, Holzförderband ist schon eingestellt, weil er ja nichts anderes produziert. Das heißt, unsere Förderbänder werden jetzt hier schön eingelagert. Wir können auch den Speicher aufrüsten. Das werden wir auch gleich mal tun. Da haben wir nämlich die doppelte Kapazität. Das sollte erstmal, die 100 Stück, die lassen wir erstmal, das sollte ausreichen. Dann hätten wir das schon mal automatisiert. Dann wäre es sinnvoll, die Schule vielleicht umzubauen, dass wir das Papier... Ja, das wäre sinnvoll. Wenn wir die Schule hier hinsetzen, dann können wir nämlich das Papier hier direkt drüber lagern. Dann brauchen wir nämlich da nicht die Leute bequemen. Das heißt, wir löschen hier die Schule. Gehen hier in Gebäude, Schule. Und setzen die hier hin. Und machen dann hier Holzförderband. Jetzt müssen wir hier dieses Terrain ebnen. Das ist irgendwo ging das Gelände absenken. So. Haben wir jetzt hier eine gerade Fläche, das heißt, hier können wir jetzt unsere Holzförderbänder hinbauen. Und bauen es hier rüber. Und du sollst Filter Papier. Okay. So. Wäre das schon mal automatisiert. Ich weiß nicht, was sie jetzt hier macht. Weil sie hat jetzt keine Ablage mehr. Wo war das hier? Aufgaben können wir komplett lernen. Da können wir sie erstmal jetzt hier hinstellen. Beziehungsweise du darfst noch das hier entladen, was du in der Hand hast. So, bam. Ihr seht schon, jetzt geht schon langsam mit der Übersicht los, ne? Dass es ein bisschen kritisch wird. Als nächstes würde ich dann sagen, bauen wir ein Förderband von hier nach da.
dass wir hier quasi unser Getreide direkt zur Kornmühle transportieren können. Das heißt, wir brauchen die Dulis auch nicht mehr, die hier rumeiern. Ihr stellt euch auch mal mit hier hin. Was hat sie in der Hand? Bretter. Und lad es mal nach hier. Weil das Ding ist, wenn ich jetzt zum Beispiel die Bretter von hier auslagern würde, direkt in unser Lager, müsste ich ja jetzt hier unser Förderband ziehen. Hier drum, hier drum, hier rum. Und über die Förderbänder können die natürlich nicht laufen. Ne? Das heißt, ich versperre mir da auch wieder einen Weg. Und das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Da muss man ein bisschen drauf achten, wie man das Ganze so ein bisschen managt. So, du bist jetzt auch quasi free. Nice. Ihr macht noch? Ja? Okay. Können wir die Rutsche theoretisch auch verlängern? Ja, mach du mal mit. Ist okay. So, jetzt haben wir schon mal 4 Mitarbeiter, die frei sind. Hier bin ich am Überlegen, ob ich die Steine automatisch auch liefern lasse. Könnte man tun. Müsste ich aber diesen Weg entfernen. Und dann bauen wir nämlich hier auch nochmal ein Förderband hin. Gebäude ist blockiert, why? Achso, got it. So. Dann wärst du auch frei. Stellst du dich auch mal mit hier oben hin. Wäre das auch schon mal automatisiert. Dann müssten wir aber hier, könnten wir dann nochmal 2 abrufen und könnten hier sagen, hier auf die Rutsche drauf. Wir werden diese Rutsche auch noch erweitern. Perfekt. Okay. So, die liefern dann Mehl. Aber die Eingabe ist echt, ne? Da, weil die Standardförderbänder, die sind recht langsam. Also die Holzförderbänder. Gibt dann später natürlich noch Verbesserungen. Aber die anfänglichen Förderbänder, die sind natürlich recht low. Dünger. Na gut, Dünger ist halt einfach nur, dass es schneller ist. Aber das ist aktuell, glaube ich, gar nicht relevant. Wenn ich hier auf 2 Mitarbeiter gehe, reicht das? Wird wahrscheinlich einer reichen, oder? Ja, ihr seht von der Taktung her. Ah, es geht schon wieder ein bisschen. Na, nee, wir brauchen 2. Wir brauchen 2, dass wir eine bessere Effizienz haben. Okay. Jetzt halt auch die Frage, wie bekomme ich jetzt das Gedöns, also das Mehl, direkt an dem Marktstand. Dann müsste ich den Weg auch wieder abreißen. Wäre aber in Ordnung, weil ich brauche ja eigentlich hier keine Wege mehr, da das ja automatisiert ist, ne? Ergo, wir könnten eigentlich hier die Wege wegmachen. So. Und könnten dann sagen, Holzförderband und hauen das dann hier direkt dran. So. Das heißt, die wären auch frei. Wäre das auch schon mal automatisiert. Sie schafft hier noch Papier darüber, das brauchen wir nicht mehr. Du auch. Brauchen wir auch nicht. Ich brauche kein Papier in meiner... Einmal 81 Papier bringt mir nichts. Ne? Muss ja zur Schule. Wir können jetzt auch sagen, okay, ihr schnappt euch jetzt hier das Papier und entladet das erstmal in die Schule, dass das Lager hier leer ist. Macht ja keinen Sinn, das da aufzuheben. Okay, dann wäre das automatisiert. Hier wäre Baumwolle. Die könnte ich jetzt theoretisch hier umlegen. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Kurz schauen, wie ist hier der Eingang an Holz. Ja, Holz ist okay, aber Bretter sind nicht okay. Das heißt, wir müssen hier mal gucken, dass wir hier... Ja, wir müssen da oben... Wir müssen mehr Holz reinballern. Hier mal gehen wir auf Anschlag, dass der sauber produziert.
Aber ihr seht, dann geht jetzt unser Holz runter. Das heißt, wir müssen ja auf jeden Fall dann nochmal Mitarbeiter abstellen. Nehmen wir gerade mal sie hier. Und du sollst auch Holz da drauf. Was macht sie hier eigentlich? Sie packt auch noch das Papier von der Werkstatt, ne? Mach du auch Holz. Okay. Das sieht doch gar nicht mal so kacke aus. Das sieht doch mal gar nicht so kacke aus. Als nächstes würde ich gerne Richtung Werft gehen, dass wir quasi anfangen zu fischen. Wir können das jetzt aktuell über unser Floß regeln oder wir gehen mal hier auf Forschung. Was haben wir denn hier alles? Wir haben jetzt zum Beispiel hier die Küche. Die wäre schon mal gut. Holzschienen brauchen wir noch nicht, das wäre zu früh. Försterei brauchen wir auch noch nicht wirklich aktuell. Werft wäre wichtig. Die Werft, jawohl. Sehr schön. Fischerboot. Und dann haben wir jetzt die Küche und das Fischerboot. So, jetzt haben wir 200 Bücher, die wir noch brauchen. Wir haben aktuell 7. Ne? Wir haben jetzt ordentlich geforscht. Wir haben wartefreien Platz zum Ablegen. Hä? Ach, 20 ist Anschlag, okay. 20 ist schon Anschlag. Kann ich das Ding irgendwie ein bisschen leveln? Kann ich das leveln, dass ich da ein bisschen mehr Lagerplatz bekomme? Das wäre natürlich auch schick, aber so wie das aussieht, geht das nicht. So wie das aussieht, geht das nicht. Okay. So, ihr habt das ganze Papier schon mal weg aus dem Lager, das finde ich gut. Der Rest wird wieder automatisiert gemacht, finde ich super. So, okay. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus soweit. Das heißt, wir könnten hier... Na, der braucht auf jeden Fall Holz. Das heißt, wir werden hier nochmal 2 Stück abstellen, die uns quasi hier das Holz mit draufschmeißen. Dass wir hier ein bisschen mehr Holz haben. Was haben wir denn noch an Rezepten? Holzrad, ja gut. Das Holzrad ist jetzt nur für den Wagen da, aber den Wagen möchte ich jetzt, oder brauchen wir eigentlich aktuell nicht, würde ich behaupten. Wir können jetzt sagen, die schmeißen das in die Kiste und der Wagen fährt es quasi immer zu unserem Gemischtwarenladen, aber das würde ich auch automatisieren. Das machen wir auch. Müsste eigentlich mit der Rutsche schon funktionieren, wenn ich jetzt sage, hier die Rutsche lang bauen. In den Wohnhäusern, die können wir nach links noch erweitern. Das heißt, wir können hier die Rutsche hinbauen. So. Hier gerade. Bis hier. Kurve. Gerade bis hier. So. Und du schmeißt jetzt quasi das hier drauf. Und du schmeißt auch das hier drauf. Da könnten wir hier eigentlich theoretisch nochmal ein paar Leute mit abstellen. Haben wir noch ein paar rumstehen, die das Ganze hier schön... Ja komm, was soll der Geiz? Wir haben doch genug Leute. Schmeiß das direkt hier drauf. So, die stehen sich schon wieder ein bisschen im Weg hier. Beziehungsweise du arbeitest zu langsam, mein Freund. Das heißt, wir müssen hier noch ein bisschen pushen. Wir müssen hier ein bisschen pushen, dass das Ganze ein bisschen schneller von dann geht. Vonstatten geht. So wollte ich es eigentlich sagen. Genau. Oh, oh, oh. Ist, fast zu viel, wa? Machen wir auf 2 Mitarbeiter. Okay, das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Die sind einfach zu langsam, ne? Ich möchte gerne mal was probieren. Und zwar reiße ich das jetzt hier nochmal ab. Kann ich das auch über eine Rutsche regeln? Das würde mich jetzt interessieren. Sollte eigentlich funktionieren. Halt, so. So,
So sieht das nämlich aus. So sieht das nämlich aus, ne? Jetzt scheiße ich euch zu hier mit Getreide, Leute. Da kommt ihr gar nicht mehr hinterher. So, Abfahrt. Produziert. Bam, bam, bam. Geil. So sieht das doch gut aus, wa? Geht's nämlich hier ordentlich ab. Ah, jetzt stagniert schon wieder. Was hat er jetzt? Was jetzt? Oh, holy moly, jetzt ist das ganze Getreide hier schon abgeerntet in seiner Reichweite. Hehe. Na gut. Aber es ist okay. Können wir laufen lassen. Also wir können jetzt hier dann Farmfelder drumherum bauen und dann sagen hier, lass Getreide wachsen, ne, zum Beispiel. Ich hätte es auch noch eins runtersetzen können, da hätten wir die zwei auch noch mitgenommen, aber ist jetzt wie es ist. Ist auch völlig in Ordnung. Können wir laufen lassen. Okay, okay, okay. Das läuft alles, das läuft. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Okay, dann machen wir weiter hier mit unserer Werft. Küche. Ich habe doch die Werft jetzt schon. Taverne, was kann die? Verteilt und verkauft Gourmet-Essen an nahegelegene Häuser. Ja gut, Gourmet-Essen habe ich noch nicht. Aber jetzt frage ich mich gerade, wo Fischerboot Bevölkerung 1. Also müsste ich entweder irgendwo einen Arbeiter abziehen. Das könnte man eigentlich hier machen. Dann kann ich hier ein Fischerboot bauen. Das setze ich mir jetzt einfach mal ganz spontan hier hin. Und dann... wo ist mein Lager? Hier ist mein Lager. Das macht aber keinen Sinn, denn ich sollte... das muss dann hier rüber, ne? Ja, hier haben wir den... rohen Fisch und den gebratenen Fisch. Hier habe ich aber keinen... Ah, das ist wieder so unpassend, ne? Das ist wieder so unpassend. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel... das könnte man eigentlich mal testen. Wenn wir jetzt hier auf Werkzeuge gehen, Gelände absenken. Ja, das funktioniert. Okay, da kann ich Flüsse verbinden. Sehr schön. Okay. Ja, aber der steht jetzt ein bisschen suboptimal. Ich könnte jetzt natürlich noch einen zweiten Marktstand bauen, der das Ganze befüllt. Das werde ich wahrscheinlich auch tun, weil dann können wir die Karotten hier hinten auch gleich noch mitnehmen. Genau, das macht Sinn. Dass wir hier jetzt eine... blub, einen Marktstand bauen. Den können wir ja einfach mal... hier hinsetzen. Dann können wir hier, nicht suchen, Gebäude, eine Küche hinbauen. Die können wir, muss gucken, wie man das jetzt, ich baue das mal so direkt ans Ufer. Rezepte, sage ich jetzt hier, gebratener Fisch. Na, kann ich mit den Karotten irgendwas machen hier? Wahrscheinlich nicht, macht ja auch keinen Sinn. Ne, okay. Also, gebratener Fisch. Wir haben jetzt hier bloß keine Mitarbeiter mehr, weil wir am Anschlag sind hier oben. Das heißt, wir müssen jetzt hier gleich ein bisschen Stadtzentrum ein bisschen erweitern. Bekommen wir mehr Kapazität. Das ist genau das, was wir brauchen. Danach können wir den Schneider bauen. Das ist schon mal nicht schlecht. Flüssigkeitsrohr brauchen wir aktuell, meine ich, noch nicht. Das heißt, wir bauen jetzt Häuser. Sorry. Ja, ich baue Häuser. Ich baue Häuser, kein Problem. Wohnhaus. Setzen wir uns die einfach hier hin. Natürlich dann mit einer schönen Straße, dass das auch etwas schick aussieht. Bam. So. Das heißt, wir können jetzt hier mal einen Mitarbeiter einstellen. Du sammelst den Fisch und entlädst ihn hier hin. Das müsste ja funktionieren, ne? Jawohl, das funktioniert. Sehr schön. Was brauche ich hier? Brennstoff. Kohle, Holz, okay. Kohle oder Magma, Holz oder Kohle. Kohle haben wir doch auch irgendwo hier. Hier ist Kohle. Hier ist Kohle.
Das heißt, ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich mache jetzt hier Werkzeug anheben. Hebe mir jetzt hier das Gelände einfach ein bisschen grob an. So. Ja, das war, glaube ich, ein Tick zu viel. Nach unten kletten. Genau, okay. Perfekt. So. Dann bauen wir nämlich jetzt hier wieder eine Rutsche. Die hier hoch geht. So. Hier könnte man dann auch noch eine Rutsche bauen, die hier rüber geht. Und dann müsste die Rutsche jetzt hier eine Kurve machen. Hier wieder gerade. Ah, wir können es gleich so ziehen. Das ist doch noch einfacher. Perfekt. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier mal noch zwei Mitarbeiter hin, die die Kohle hier reinschmeißen. Mehr. Sonst müssen wir halt hier von der Baumwolle können, meine ich, auch einen abziehen. Ist ja, boah, nicht ins Wasser laufen, ne? Nicht, dass du ertrinkst. Baumwolle ist nämlich, ihr seht das, ist komplett voll. Das heißt, wir können hier wieder ein paar Mitarbeiter abziehen. Und können die hier hinsetzen, dass die schön ihre Kohle an Start kriegen. Er produziert uns die Fische und die Fische sollen dann per Holzförderband an unserem Marktplatz geliefert werden. So. Was braucht er? Markt- und Hausverbindungen. Ja, das habe ich mir halb gedacht. Das habe ich mir halb gedacht. Das ist suboptimal. Das ist suboptimal, was ich hier mache. Machen wir anders. Das ist Quatsch. Das macht wenig Sinn, was wir hier treiben. Das mal alles weg. Auch das nochmal weg. Und zwar. Werde ich dieses Förderband ein bisschen umleiten. Gehen wir einfach mal hier rüber. So. Jupp. Weil dann können wir von unserer Küche aus erst die Rutsche hier noch, dass die wieder funktioniert. Was jetzt mit den Karotten? Das ist auch wieder Kacke. Das ist das, was ich gemeint habe. Ne? Ihr müsst euch da ein bisschen überlegen, wie verschachtelt ihr das Ganze, dass ihr euch dann quasi nicht selber im Weg steht. Das heißt, ich muss jetzt hier die Rutsche um die Karotten ziehen. Weil sonst stehe ich mir danach wieder im Weg. So. So ist besser. So macht das mehr Sinn. Könnt ihr jetzt auch mal alles schnappen. So macht es mehr Sinn. Okay. Die Straße brauche ich hier nicht mehr. Das heißt, wir machen jetzt hier wieder ein Holzförderband. Zwei, einmal von hier. Ja, dann schneide ich mir aber wieder mein Sägewerk ab. Oh, das jetzt geht es nämlich schon los. Jetzt geht es nämlich schon los. Jetzt geht es nämlich schon los. Ne, ich mach das anders. Ich mach das anders. Und zwar verbinde ich das Ganze mit einer Straße. So. Yep. Und dann baue ich mir hier, Arbeiter, einen Wagen. Oder zwei. Einen Wagen. Er soll mir den Fisch aufnehmen und soll mir den bitte hier hinladen. So. Das macht mehr Sinn, würde ich sagen. Zwei wäre natürlich besser. So, und die Rampe muss ich, die Rutsche muss ich auch irgendwie erweitern. Du stehst mir gerade ein bisschen im Weg, mein Freund. Die erweitere ich einfach ein bisschen hier hin. Und dann sollen die von hier nach da. So, und die Möhren
Die Möhren brauche ich auch. Das heißt, die Straße hierhin. So, jetzt müssen wir hier oben gucken wegen der Kapazität. Wir müssen Kapazität schaffen. Wir brauchen mehr Kapazität. Aber dafür brauchen wir mehr Hausstufen. Wie viel habe ich denn? 38. Oh Gott, oh Gott. Ich brauche mehr Häuser. Ja, ja, sehr gut. Perfekt, wie gerufen. Gebäude, Wohnhaus, Abfahrt. Ah, schade, das wäre es noch, aber das ist kein Problem. Dann verlängern wir das einfach um eins. Pfade, Rutsche. Hier hoch. Nein, nicht Basis. Wohnhaus. Und dann können wir nämlich hier nochmal unsere zwei Wohnhäuser hinbauen. So, perfekt. Und dann baue ich mir hier nochmal einen Wagen. Dieser soll auch einen Fisch aufnehmen. Zum Marktstand bringen. Aber ich glaube, der Wagen kann nicht ernten, oder? Ich glaube, der Wagen kann nicht ernten. Steht es dran? Kann aber keine Ressourcen abbauen, genau. Ist aber nicht schlimm. Ich baue jetzt zwei Wagen hin. Dann brauchen wir hier eine Kiste oder Lager. Was wäre jetzt sinnvoll? Ich glaube, eine Kiste müsste reichen. Bauen wir hier eine Kiste hin. Und dann hier einfach nochmal drei Mitarbeiter. Ihr erntet die Karotten, entladet die in die Kiste und ihr zwei... Können die das nicht von der Kiste aufnehmen? Jetzt doch, können sie. Habe ich jetzt auch gewundert. Aufnehmen. Und auch hier rüber. Hannes, du sollst auf der Straße fahren. Jetzt. Was macht sie hier? Du sollst es nicht darüber tragen, Mädchen. Und da in die Kiste. Und ihr zwei macht das bitte hoffentlich auch in die Kiste. Wir haben 20 Plätze frei. Ist halt echt nicht viel, ne? Und sonst muss ich halt hier ein Lager hinbauen. Oder nochmal einen Wagen mehr, dass das alles ein bisschen schneller abgeholt wird. Was haben wir denn? Ja komm, wir bauen da nochmal einen Wagen. Nochmal einen Wagen. Aufnehmen. Entladen. Ja, ihr meckert schon, ich weiß. Müsste ich hier eine Doppelstraße bauen, ne, dass die sich aus dem Weg gehen können. So ungefähr. So, das Ding ist schon voll, das heißt, wir erweitern das Ganze nochmal. Was brauchen wir jetzt? Jetzt brauchen wir Eisenplatten. Jetzt brauchen wir Eisenplatten. So, die Frage, wo ist jetzt hier Eisenerz? Kohle, Eisenerz, da oben wäre Eisenerz. Okay. Okay, okay, okay. Muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht hier irgendwie durchlasse, dass ich das hier andocken kann. Wobei wir da muss es ja später irgendwie eine, weiß ich nicht, Schmelze oder irgendwie so ein Gedöns geben. Produziert Kleidungsstücke, ja, das denke ich mir. Aber was braucht er dafür? Baumwolle wahrscheinlich, wa? I guess. Oh, jetzt habe ich irgendeine Taste gedrückt. So. Setze ich den mal hier hin. Stoff. Okay, er braucht warme Mantel. Brauchen wir auch einen Haufen Gedöns dafür. Um Hemden herzustellen, brauchen wir schon Stoff. Das produziert der aber nicht. Das produziert er nicht. Wer produziert denn Stoff? Mal müsste ich doch da sowas wie eine Weberei oder sowas haben. Gute Frage, nächste Frage, ne? Mal gucken bei den anderen. Der produziert Stoff. Also die Werkstatt produziert auch Stoff. Perfekt, also. Dann machen wir das ganz einfach. Dann können wir nämlich hier wieder diese Rutsche wegbauen. So. Ihr... eiert mal hier rüber. So. Das heißt, wir brauchen hier nochmal eine Werkstatt. Und dann brauchen wir daneben die Schneiderei.
Du produzierst mir Stoff, ihr liefert die Baumwolle direkt hier hin. Du produzierst Stoff und du produzierst aus diesem Stoff ein Hemd. Dann brauchen wir hier wieder Förderbänder. Ihr kennt das Spiel. So. Super. Vielleicht mal 2 Mitarbeiter reinstellen. So. Oh, ich gucke gerade auf meine Uhr. Wir sind bei 30 Minuten in dieser Folge. Oh mein Gott, ich habe absolut überzogen. Ich war jetzt gerade voll in meinem Fokus in meinem Film. Also, wir haben so ein bisschen was wieder automatisiert, wieder ein bisschen was hinbekommen. Ich mache jetzt ganz schnell und verabschiede mich. Danke, Support ist kein Mord. Ich würde mich freuen, euch bei der nächsten Folge wiederzusehen, wenn es wieder heißt Factory Town. Bis dahin, bleibt gesund und stabil. Euer Solution.